Willkommen zurück zur letzten Runde Fragezeichen in diesem Spiel. Man glaubt es kaum, aber wir haben es wahrscheinlich bald geschafft. Danach wartet nur noch Story und Gwent auf uns. Ich glaube, ich werde... ich muss ja insgesamt, glaube ich, noch 7 Gwent-Matches gewinnen, bevor ich zum Turnier kann. Das werde ich natürlich nicht am Stück machen. Vielleicht alterniere ich dann doch ein bisschen und mache mal eine Story-Mission und danach wieder 2 Gwent-Aufträge. Mal sehen. Weil jetzt irgendwie 6 Folgen Gwent am Stück, das will ja auch niemand sehen und das will vor allem auch niemand spielen, schon gar nicht ich. Ich freue mich immer noch über die treuen Zuschauer, die mir auch beim Gwent so fleißig helfen. Ich werde ja dann vor dem großen Turnier noch viele Fragen an euch haben. Muss mir leider von euch das Deck zusammenstellen lassen, weil... Ach, schau mal, das Castel Dacce Anwesen, das haben wir doch auch schon mal gehört. Ah, da war noch der versteckte Schatz. Oh, ein gespenstischer Ritter, das ist ja cool. Das schon. Ein dickes Schwert fallen lassen, aber aufheben kann ich es nicht. Naja. Vielleicht erfahren wir hier mehr. Mein Beruf hat mir immer Freude gemacht. Das Töten ist mir so natürlich wie das Nasenschnauben. Man hat mich zum Ritter geschlagen und das Brigantentum ist eigentlich ganz ähnlich. Erst Blut und Schwerter, dann Wein und Huren zur Entspannung. Aber seit dieser grässlichen Nacht ist alles anders. Mein Schlaf ist voller Albträume, in denen ich die Ereignisse immer und immer wieder durchlebe. Wir hatten das Anwesen im Sturm genommen und Maximus Macrinus in seinem Nachthemd aus dem Bett gezerrt. Doch zuerst mussten wir uns um seine Familie kümmern, so lauteten die Befehle. Aber es ist eine Sache, einen alten Fettsack mit weinfleckigem Bart zu pfählen und eine ganz andere, einen kleinen Rotzlöffel aufzuknüpfen. Er hat gekreischt wie ein Mädchen, als die Jungs ihm die Schlinge um den Hals gelegt haben. Boah. Krinus hat versucht, uns zu kaufen. Er hat mir sogar einen als Kerzenleuchter getarnten Hebel gezeigt, mit dem man einen Zugang zu seinem Familienschatz öffnen kann, aber Philiberts Befehle waren eindeutig. Dann war Maximus Frau dran. Die Jungs haben sich lange mit ihr vergnügt und Maximus zusehen lassen. Zu lange. Ich kannte den Hurensohn nicht und weiß nicht, was er getan hat, um Philibert dazu zu bringen, so mit seiner Familie umzuspringen, aber mir war es zu viel. Wir befassten uns erst mit Macrinus, aber schon seine ganze Familie baumelte. Wir stachen ihn mit glühenden Eisen, schnitten ihm die Ohren ab und schlitzten ihm den Bauch auf. Und während dieser Grässlichkeiten schrie er kein einziges Mal. Er stöhnte nur verhalten. Als es Zeit für ihn war, in einer Pfütze seine eigenen Exkremente zu sterben, unter dem Baum, an dem schon Frau und Sohn hingen, da sah er mir in die Augen und flüsterte, »Ein ist die Rache, in diesem oder im nächsten Leben.« Das waren seine letzten Worte, und urplötzlich zogen schwarze Wolken auf, ein Sturm erhob sich, gab den Befehl zum Aufbruch. Ich weiß noch genau, wie Philibert grinste, als ich ihm Bericht erstattete, wie ein Honigkuchenpferd. Er tadelte mich nicht einmal, dass ich das Anwesen nicht habe plündern lassen. Es war eindeutig, dass es ihm nur um eines gegangen war, um Macrinus Tod. Doch die Kunde vom Schatz, den wir auf Castel Dacce zurückgelassen hatten, verbreitete sich wie ein Lauffeuer um Mont Crane und es bereiteten sich schon ein paar Jungs unserer Hanse darauf vor, noch einmal hinzugehen und nachzusehen. Ich werde mitgehen. Ich werde die Überreste der Leute begraben. Vielleicht finden ihre Geister dann Ruhe, vielleicht kann ich wenigstens einen Teil meiner Schuld damit tilgen. Vielleicht kann ich dann wieder ruhig schlafen. Aha, dann haben wir hier in der Villa also ein Geheimversteck. An einem Kerzenleuchter müssen wir ziehen. Oh, jetzt bin ich natürlich überladen. Vielleicht mal noch mehr mitnehmen. Aber gerade so Rüstungen und so Kram, die kann ich ja dann loswerden. Da ist zwar eine Kerze, aber kein Kerzenleuchter. Also hier ist es wohl nicht. Jetzt räume ich hier
Draußen mal kurz mein Inventar aus. Mal den wertloseren Teil. Also schon nicht so wertlos, was ich hier dabei habe. Ne? Es sind immer, boah, einige. Hier noch schweres, eine Flöte. Gut, ich werde ja nicht mehr so viel mitnehmen jetzt. Ach ja, und nahm wieder viel mehr mit. Ich kann halt nicht anders. Da ist zu. Aber da muss ich, glaube ich, eh nicht rein. Das muss schon hier drüben sein, irgendwo. Aber wahrscheinlich im ersten. Da ist doch ein Kerzenleuchter. Tagebuch von Maximus. Es ist nicht zu fassen, dass dieser Bastard Philibert von Wittern ins Herzogtum zurückgekehrt ist. Und er scheint nicht alleine gekommen zu sein. Nein, er hat eine Bande von Halunken zusammengestellt, die jetzt reisende Kaufleute überfallen. Der Sohn eines Ritters ist zum Briganten geworden. Was für eine Schande. Meine Ritterbrüder warnen mich, dass Philiberts Hanse schon mehreren Männern Informationen abgepresst hat. Über meine Familie. Habe ich Anlass zur Sorge? Ich weiß, dass Philibert tiefer nicht sinken kann, aber würde er wirklich die Hand gegen jemanden erheben, der ihm einst das Leben geschenkt hat? Oh. War das der Vater? Das ist ja frech. Nun denn. Hier geht's noch zum letzten Hanseauftrag für den Kämmerer. Das ist dann ein Hanseauftrag. Ich glaube ja. Hallo, Plätze. Hierher. Ganz schön cool aus mit diesen Felsen da hinten. Personen in Not. Nicht mehr lange. Lästig, diese Ficker. Da.
Witcher, save me! Schlüssel benötigt, Let's Muss ich da jetzt noch die ganze Höhle durchsuchen? Nee, da habe ich den Schlüssel noch nicht. Den hatte bisher auch keiner von diesen Typen. Der hier vielleicht. Der hat noch nicht mal Arme. Der arme Bandit ohne Arme. Nun gut, dann gucken wir mal hier in die Höhle rein. Nein, nicht der Köder. Habe ich die jetzt abgelegt im Sinne von komplett abgelegt oder? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen schlecht, da muss ich lieber nochmal schnell nachschauen. Ah ne, da habe ich sie. Mich nervt das, wenn ich da zwei Sachen dabei habe, weil dann glaube ich wenigstens immer die Fackel parat. So. Und wo ist jetzt der Bandit, der den Schlüssel hat? Schön, dass die hier so ein Lager haben, aber ich brauche wenn dann den einen Banditen, um diesen Typen zu befreien. Wäre ein bisschen schade, wenn der nirgends auftaucht. Ballschwert. Muss ich die jetzt alle nochmal durchsuchen? So viele Rüstungen. Und so wertvolle Schwerter. Vielleicht noch unbedingt das Zeug verkaufen. Aber wo ist der Schlüssel? Hier mal Ignin. Der zum Beispiel. Ah, doch, der hat doch ein Gesicht. Das sah jetzt gerade so aus, als hätte der gar kein Gesicht. Bohnen und Schweinefleisch. Stahlschwert, Stahlschwert. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich würde dich ja echt gern befreien, Buddy. Und eigentlich soll es ja auch kein Problem sein. Auch nochmal ein Punkto Freiheit. Wieso, wenn ich jemanden nicht per Schlüssel befreien kann? Ja, dann kann ich doch bestimmt auch den Käfig irgendwie aufbrechen.
Wie komme ich an dich ran? Shit. Zählt denn wenigstens die Quest als gelöst? Nee, tut sie nicht. Ja, das ist jetzt aber, das gefällt mir jetzt gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, da werde ich in der Pause mal nachgucken, wer da den Schlüssel hat. Jetzt ist hier natürlich nicht mal ein... Schnellreisepunkt. Wie hieß denn jetzt hier dieser Elendfer oder so? Wenn ich jetzt wegen diesem einen Schlüssel die Quest nicht abschließen kann. Aber dann. Oder habe ich in der Höhle noch was übersehen? Ich meine, die haben da jetzt extra eine Höhle hingestellt. Der hat es auch nicht. Aber hier ist halt auch nichts mehr, ne? Das ärgert mich immer dermaßen. Ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause, ist ein bisschen kürzer die Folge dann. Vielleicht hat Ihnen. Und dann schaue ich mal nach, wo ich den Schlüssel herbekomme. Bis zum nächsten Mal.